Your soldiers of Gondor, no matter what comes through that gate, you will stand your ground. Willkommen zurück, Zuschauer, zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Gamezone. Heute wieder zurück mit einer neuen Crowfall-Geschichte. Obwohl den ganzen grauenhaften Geschichten, die man von Crowfall hört, hört man doch auch hin und wieder einmal gute Sachen. Und über diese will ich heute berichten, aber dafür erstmal weg mit dieser Stimme und her mit meiner normalen Moderatorenstimme. Also, ich habe mir heute wie üblich ein paar Themen rausgesucht, die euch als Crowfall verfolge und auch als Crowfall-Einsteiger interessieren könnte, was ist neu, ein prinzipielles Update, und damit beginnen wir gleich mal mit dem ersten Thema. So, und zwar als erstes Thema würde ich gerne das Aufarbeiten von letzter Woche. Und zwar, soweit ich mich erinnern kann, habe ich gesagt, dass dieses Capital Parcel zu der Imperialen Palastfestung, glaube ich, gehört. Und das ist soweit falsch, wie es nur falsch sein kann. Wie komme ich darauf jetzt? Und zwar haben wir ein neues Bild bekommen, zu dem komme ich gleich. Und da wird ziemlich offensichtlich, dass diese Parcel-Bilder 1:1 das sein sollten, wie es auf dem Concept Art aussieht. Also, man sieht, das sieht auf jeden Fall nicht aus wie von dem Imperialen Palast. Da glaube ich, dass dieses eher zum Fort, zum Keep oder zur Festung beim besten Willen gehört und nicht zum mehr oder weniger. Außerdem haben wir noch einmal jetzt ein neues Bild, und zwar das Citadel Parcel. Diese Citadel Parcel können sich wahrscheinlich viele noch daran erinnern, beziehungsweise die sich nicht erinnern können, werden jetzt mal beim Einblenden dieses neuen Bildes sich erinnern können, und zwar gehört es zur Bergzitadelle. Diese Bergzitadelle, wenn man jetzt wieder aufblenden, sieht man hier sehr schön eigentlich, was bei beiden gleich ist, und zwar diese Klippe und der Berg. Und zwar muss ich persönlich sagen, ich mag dieses Parcellstück sehr. Ich finde, es sieht sehr interessant aus mit den beiden Seen, mit diesem kleinen Tümpel auf der rechten Seite, mit auf der linken Seite diesen See, dann mit diesen einzelnen Etappen, die sich wirklich bis zu diesem höchsten Punkt aufarbeiten. Und ganz oben steht dann der Bergfried, wo man dann über den ganzen unteren Teil drüber schauen kann. Außerdem hat es auch einen strategischen Vorteil. Ich denke mal, diese einzelnen Etappen wird man dann nur durch diese Rampen besteigen können. Und wenn man sie nur über Rampen besteigen kann, kann das auch heißen, dass du diese Rampen absperren kannst. Heißt wahrscheinlich, kannst du dort dann ein Tor platzieren und die Leute müssen zuerst das Tor niederreißen, dann noch ein Tor, dann noch ein Tor, dann noch ein Tor und dann stehen sie schlussendlich vor dem Bergfried, wo dann eigentlich sich die ganzen Überreste vom Heer sich aufgestellt haben und dann das so eine letzte epische Schlacht an der Klippe kämpfen. Strategischer Vorteil wäre natürlich auch, dass man halt nur von einer einzigen Seite angreifen kann, weil was für einen Vorteil gibt es dir von der Klippenseite anzugreifen, da kannst du ja nicht irgendwie raufkommen. Also dahingehend finde ich, ist es ein sehr interessantes Citadel-Puzzle und ich freue mich schon, das dann im Spiel drinnen zu sehen. Als Thema Nummer 2 habe ich mir etwas ausgesucht, mit dem ich mich selber nicht allzu gut auskenne. Also falls ich irgendwas falsch sage, könnt ihr mich gerne unten in den Kommentaren belehren. Und zwar geht es um die Framerates. Das letzte Video, das sie rausgebracht haben, hat diese nämlich behandelt. Es ist nichts Neues, sie haben das nämlich vom 12-Stunden-Livestream rausgeschnitten und haben das eben jetzt rausgebracht. Dort haben sie halt über die Framerates geredet und wie sie dieses Problem mit den Lags lösen wollen. Alle, die die Playtests spielen, wissen, dass es laggt wie Hölle gelegentlich. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es liegt meiner Meinung nach mehr an den Servern. Es könnte gut auch am Spiel liegen. Woran es auf jeden Fall nicht liegt, ist meine Grafikkarte und mein Prozessor, weil die sind ziemlich gut. Und mit denen habe ich vor kurzer Zeit mein Kriegsbeil begraben. Also ich glaube nicht, dass es an denen liegt. Und ja, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall haben sie in diesem Video sehr gut oder versucht, so gut wie möglich zu beschreiben, wie sie das Problem lösen wollen. So wie ich das verstanden habe, wollen sie dieses Framerate-Problem lösen, indem sie eine Art Detail-System einfügen. Also desto näher du dran bist an einem Objekt, desto detaillierter ist es, desto aufwendiger ist es zu rendern und desto mehr Leistung braucht es auch. Desto weiter weg du bist, desto weniger Details hat es dann auch und desto weniger Aufwand ist es, das auch zu rendern, zum Speichern, zum Weitergeben. All das kam halt, das ist dann relativ leicht zu machen. So, und da ist jetzt mal simpel gesagt, sie wollen es natürlich aber wesentlich komplizierter machen, deswegen machen sie es auch noch in eine andere Richtung, und zwar sagen sie, desto mehr Leute auf dem Feld da sind, also desto mehr Leute um dich herum sind, desto mehr Details besiegen sie, desto weniger Details haben sie. Das heißt, jetzt wenn da, es ist ein Unterschied, wenn 3 Leute da stehen oder wenn 10 Leute da stehen.
Und dadurch, naja, soll es dann auch weiter beeinflusst werden. Sie haben außerdem noch was davon gesagt, dass es außerdem davon beeinflusst werden soll, was gerade passiert auf dem Schlachtfeld, beziehungsweise was um dich herum passiert. Wenn irgendetwas Wichtiges passiert, was in den Vordergrund gestellt werden sollte, wird das mehr Details haben, als wenn einfach gerade eine Schlacht passiert. Das heißt, wenn die Mauer explodiert, wird sie wesentlich detaillierter sein, als wenn da gerade nichts passiert. Auch so ähnlich mit Feuern, wahrscheinlich auch wenn Ressourcen oder Bäume umfallen, jetzt mal Bäume als spezielles Beispiel. Und dadurch soll dann auch noch das Point of Focus dargestellt werden, was es auch wieder ziemlich interessant macht. Und ganz ehrlich, ich freue mich das schon zu sehen, denn im Spiel, ich glaube, man sieht es sogar zum Teil schon, habe noch nie wirklich darauf geachtet. Auf jeden Fall freue ich mich darauf schon, wenn wir das in einem richtigen MMO-Szenario ausprobieren können und nicht nur auf ihrer Testmap. Sie haben das nämlich auch in einer Testmap hergezeigt, oder genau genommen in einem Testvideo. Und da ist gerade der wichtige Punkt, es war ein Video, also kann man sagen, wer weiß, wie viel sie da getrickst haben und wie viel real das war. Ich will ihnen jetzt nichts irgendwie unterliegen, nur halt, ich muss neutral bleiben auf der Sache, darum auch meine Bedenken äußern. Trotz allem, wenn euch das wirklich genau interessiert, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Link zu dem Video ist in der Beschreibung. Und jetzt gehen wir gleich mal aber weiter zum nächsten Thema. Als dritten Punkt habe ich mir eines deren neuen Videos ausgesucht, und zwar das User Interface, beziehungsweise die Änderungen, die jetzt demnächst zum User Interface kommen. Das sind nämlich zwei Sachen eigentlich, über die ich reden will, und zwar erstens wird man in Zukunft das User Interface ändern können, was wird dann später in den MMO-Zeiten von Crowful sehr wichtig sein, weil ja jeder sein personalisiertes User Interface haben will, und das wollen sie halt jetzt unterstützen, indem man einfach in Zukunft, wenn man seine Maus rausholt, einfach diese Felder, also die Lebensleiste oder Fähigkeitenleiste oder den Kompass einfach anklicken kann und dann herumzieht am Bildschirm. Die anderen Felder werden dann automatisch Platz machen und du kannst dann so aufbauen, wie du willst. In Zukunft wäre es vielleicht noch gescheit, wenn du gewisse Funktionen ausschalten kannst oder einschalten kannst, und vielleicht wäre auch noch sehr hilfreich, wenn du dann mit einer Tastenkombination erst das freischalten kannst, weil derzeitig gibt es hin und wieder mal Bugs, wo du diese Maus automatisch oder eben manuell herausholen musst, damit du halt gewisse Fenster schließen kannst, und wenn du dann aus reinem Zufall aus Versehen irgendwo draufklickst, wo du nicht hinklicken willst, und dann verziehst du plötzlich deine Lebensleiste irgendwo anders hin, dann ja, wäre das ein bisschen gemein, ein bisschen schlecht. Und darum würde ich vielleicht vorschlagen, dass man in Zukunft einfach dann eine Tastenkombination drücken muss, damit man halt noch den User-Interface-Lock ausschaltet und damit halt dann auch das User-Interface verschieben kann. Außerdem haben sie schon mal die ersten neuen User-Interface-Flächen vorgestellt, also neue Funktionen, die jetzt im User-Interface zu finden sein werden. Der Chat ist zwar nicht so neu, beziehungsweise er war schon davor da. Ich glaube aber, dass im Moment noch keiner wirklich darauf geachtet hat, dass er da war. Ich glaube, dass durch dieses Video erst die Leute wirklich darauf aufmerksam werden, das auszuprobieren und dann drauf kommen, ah, da ist ja ein Chat, den kann man ja benutzen, um mit seinem Team zu kommunizieren. Weil tatsächlich, es gibt jetzt auch schon einen Chat, da war halt bis jetzt immer so ein kleines Sneaky-Teil, das keiner wirklich benutzt. Und ich hoffe, dass jetzt in Zukunft die Leute den mehr benutzen werden, jetzt wo er hergezeigt wurde. Außerdem haben sie schon mal die ersten Vorläufer einer Freundesliste hergezeigt. Hier wird man dann in der Lage sein, seine Freunde so zu verwalten, wie man es auch aus den meisten anderen MMOs kennt. Trotz allem hoffe ich, dass sie dann nochmal ein größeres Fenster einbauen, auf das man sie dann von dort aus zugreifen kann. Weil ich hätte dann doch gerne ein etwas größeres Fenster, wo alle Freunde mit allen möglichen Details draufstehen. Außerdem haben sie zwei neue Mini-Icons hergezeigt, die jeweils deine, mehr oder weniger, deinen Zustand deiner Items, die du ausgerüstet hast, herzeigen. Dementsprechend zum Beispiel gibt es einmal ein Maxal, das mehr oder weniger eine Rüstung herzeigt, und halt wenn die Rüstung, zum Beispiel diese Brustplatte, weiß ist, heißt das, dass sie noch so ungefähr 100-80, vielleicht 70% noch hat. Wenn sie dann gelb wird, heißt es, dass sie halt schon im mittleren Bereich ist, vielleicht irgendwie von 70-40 oder 30, und wenn sie dann rot wird, heißt es, dass du sehr bald darüber nachdenken musst, sie zu reparieren, weil sonst werden sie zerstört werden, und wir wissen, wir wollen ja unsere Rüstung nicht verlieren, wir wollen sie möglichst lange behalten, daher wäre das dann schon wichtig, damit du auch wissen kannst, wie lange kannst du einen Kampf noch kämpfen, wird dich vielleicht deine Rüstung Gefahr laufen, zerstört zu werden in diesem Kampf. Da gibt es Felder für deinen Umhang, für deinen Helm, für deine Brustplatte, für Beinschienen, für deine Handwerksgegenstände. Es gibt auch ein eigenes Icon für die Waffe, wobei da es jetzt interessant wird, wie das mit primärer und sekundärer Waffe funktioniert. Vor allem bei Charakteren eigentlich wie der Ranger, der Waffe wechseln kann. Und zwar kommen wir damit gleich zum zweiten Punkt. Und zwar haben sie die Gelegenheit gleich genutzt, um uns noch zu zeigen, beziehungsweise uns zu erklären, dass sie jetzt das Inventarsystem nochmal umarbeiten werden. Für die, die es nicht wissen, im Moment ist zum Beispiel beim Ritter das Schwert und Schild als ein Pack. Das ist ein einziges Waffenset, mehr oder weniger. Das kannst du nur auf einem einzigen Slot legen. Später im richtigen Spiel soll es dann so aussehen, dass du halt einmal eine primäre Waffe ein Schwert hast und einmal als sekundäre Waffe ein Schild. Außerdem werden in Zukunft gewisse Archetypes gewisse Rüstungen tragen können und andere wahrscheinlich nicht. Das beste Beispiel dafür ist mal vorerst der Ranger und Ritter, nachdem die beide einen Umhang tragen.
eintragen können, wahrscheinlich also in Zukunft eintragen werden, und halt der Champion zum Beispiel wird keinen tragen, weil er halt im Moment halt auch keinen Umhang hat. Könnte aber auch gut sein, dass das in später so geregelt wird, dass alle das machen können, halt weil es, sie schon gesagt haben, es wird großes nur einen kosmetischen Grund haben und weniger wirklich einen Statusgrund. Lustig ist es außerdem dann über Charaktere wie den Ranger nachzudenken, die zwischen zwei Leisten wechseln können. Der hat ja dann nicht nur einmal eine Primär- und Sekundär, sondern das Ganze zweimal. Da ist jetzt die Frage, wird dann in Zukunft Bogen und Pfeil als Einsatz haben und als Sekundärwaffe dann die Dolche? Oder wird er einfach zweimal Primär- und Sekundär haben, halt einmal für Pfeil und Bogen und ein zweites Mal halt für seine Nahkampfwaffen? Bevor ich mich zu guter Letzt von euch verabschiede, würde ich euch gerne noch auf den Mittwoch-Livestream von den Crowfall-Entwicklern hinweisen. Sie werden nämlich diesen Mittwoch, glaube ich, gegen 16, 18 Uhr, ich glaube es ist 18 Uhr, ich hoffe es ist 18 Uhr, sonst komme ich da jetzt nicht mehr hin. Und zwar machen sie da ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das heißt, sie werden vor der Kamera live das Pen-and-Paper spielen, werden Spaß haben, werden Witze machen. Wir werden wahrscheinlich das Spiel einfach verfolgen, unsere Nachrichten reinschreiben können. Und sonst habe ich exakt echt keine Ahnung, was sie sich da genau vorstellen. Und weil es nicht direkt Crowfall bezogen ist, müsste theoretisch auch nicht auftauchen. Trotzdem hoffe ich, dass man sich zumindest mal in dem Live-Chat sieht und vielleicht ein paar gute Witze reißen kann. Weil immerhin, genau wegen solchen Aktionen, liebe ich Artcraft Entertainment einfach. Außerdem ein kurzes Update zum Thema Bestiarium. Da ist nämlich heute ein neuer Eintrag hinzugekommen. Für alle, die es nicht wissen, dort wird normalerweise immer beschrieben, wie die Tiere, oder beziehungsweise es gibt eine kurze Geschichte zu den Tieren und damit sollst du mehr oder weniger auf das Tier selber irgendwie schließen können. Halt um deren, keine Ahnung, Gesinnung oder sowas beschreiben zu können. Auf jeden Fall, das ist ein nettes kleines Gimmick. Und dort ist jetzt ein neuer Eintrag erschienen, und zwar vom Bogbear. Der Bogbear scheint ein normaler Bär zu sein, zumindest während dem Frühling. Und wird dann, also es gibt jetzt ja Concept Arts, darum kann ich das sagen, und wird dann im Winter zu einem richtig schlimmen Biest. Es sieht extremst gefährlich aus und ich habe keine Ahnung, was diese riesigen Keulen machen sollen. Auf jeden Fall, man weiß im Moment noch nicht wirklich irgendwas über dieses Wesen, weil, naja, wir haben es nie im Playtest gesehen, ich habe es jetzt nie gewusst, dass es so das in der Art geben soll. Und dahingehend bin ich ziemlich gespannt schon darauf zu sehen, was aus diesem Bär werden wird. Ob er jetzt irgendwie so ein Tanky-Monster wird, ein Damage-Dealer-Monster wird, ob er jetzt dann überhaupt im Playtest schon spielbar sein wird oder das nur schon mal so ein Vorabgriff auf die Zukunft ist, wenn wir ihn dann in den Kampagnen irgendwie begegnen werden. So oder so, ich bin ziemlich gespannt darauf, vor allem auch deswegen, weil der Bogbear uns einen kleinen Einblick in den Tod, oder in ja, schon in den Tod von Gea gibt. Für alle, die nicht wissen, Gea ist mehr oder weniger die Göttin der Fruchtbarkeit des Tieres, des Lebewesen, der Natur mehr oder weniger in Crowfall, und sie stirbt in der Geschichte von Crowfall jeden Winter oder so, und deswegen gibt es halt dann den Winter und es kommt kein Frühling mehr. Und da wird halt beschrieben, wie das ungefähr funktioniert, oder es gibt so einen kleinen Einblick, so ein bisschen geschichtlich gehalten, so ein bisschen wie aus einer Art Religionsbuch, wie in der Bibel zum Beispiel ein bisschen. Oder einfach noch ein sehr altes Buch, würde es glaube ich eher treffen. Aber egal, ich nehme euch eigentlich viel zu viel vorab weg. Wenn euch so das interessiert, was da drin steht, dann der Link ist in der Beschreibung und viel Spaß damit. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, die Themen haben euch nicht so sehr gelangweilt. Ich hoffe, ich habe euch ein paar neue Informationen bringen können, die ihr noch nicht wusstet. Abo, Favo und Kommentare immer gerne und eure Meinung zu den Themen gerne in die Kommentare rein. Wir können gerne drüber diskutieren. Fragen sehe ich auch immer gerne, beantworte ich immer gerne. Und falls ihr Kritik am Spiel oder an meinen Videos machen wollt, dann könnt ihr sie auch gerne machen. Solange es konstruktive Kritik ist, habe ich kein Problem damit und werde auch immer versuchen, darauf zu antworten. Und ja, das war's soweit von mir. Nächsten Mittwoch geht es dann weiter mit Crowfall, diesen Sonntag wieder mit Evolve. Oder der Lord Inquisitor, kommt drauf an, was ich eher machen will, worauf ich eher Bock habe, was gerade aktuell ist. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch. Man sieht sich dann wieder am nächsten Sonntag, wenn ihr wegen Sonntag herkommt. Oder vielleicht auch nächste Woche, wenn ihr nur wegen den Mittwoch-Videos kommt. So oder so, noch eine schöne Woche.